Es ist ein ewiger Kampf. Der Markt, er kämpft sich nach oben, aber er fällt dann auch immer wieder runter. Was ist denn das? Gucken wir uns das mal an. Beim Dow Jones beispielsweise, hier der Future in diesem Fall, wieder ein deutlicher Rücksetzer. Hier über Nacht, was wir hier hatten in der Nachtzeit 31. bis jetzt hier heute Nacht. Also insgesamt eine auf jeden Fall deutliche Abwärtsbewegung, die wir jetzt hier haben. Das ist nicht wirklich das erste Mal. So etwas wie das, was wir hier haben, das hatten wir auch schon hier. Das hatten wir auch schon hier. Mal gucken, vorher habe ich jetzt hier keine Daten, aber wir haben durchaus, insbesondere jetzt, wenn wir das mal vergleichen mit den vorherigen Bewegungen, jetzt eine doch etwas gehäuftere Ansammlung dieser sehr, sehr starken Abwärtsbewegung. Aber wir sehen, dass die Angebote, außer hier jetzt, wo es nach dem ersten, ja dann später nach dieser Korrektur hier die Gegenbewegung nochmal eine Fortsetzung gab, ansonsten nie die Aufnahme dieser Richtung nochmal. Wir sehen das hier. Ja, es war ein Angebot für Short. Die Marktteilnehmer haben das nicht genutzt. Es kann sein, dass wir sowas jetzt wiederbekommen. Die Frage wird sein, nutzen das die Marktteilnehmer? Werden sie hier auf die Short-Seite aufspringen? Das ist das, was ganz wichtig ist. Viele glauben, dass die Charttechnik erkennbar macht, was der Kurs als nächstes machen wird. Nein, nicht unbedingt. Aber die Charttechnik erlaubt zu erkennen, wann die Marktteilnehmer auf etwas aufspringen oder eben nicht. Und wir sehen, dass wir das hier beim Dow Jones eben in dem Fall hatten, dass dieses erste Angebot der schnellen Bewegung nicht wahrgenommen wurde, um nochmal hier nach unten zu gehen, sondern es ging hier nochmal nach oben. Zugegeben, ein bisschen wackelig das Ganze. Wir sehen auch hier, dass die Aufwärtsbewegung dieses typische, ja, überlappende Bild eben hat. Das ist nicht mehr das, was wir hier haben. Das soll noch nicht wirklich das Drama sein, aber es deutet sich zumindest mal an, dass hier der ein oder andere Marktteilnehmer die Abwärtsseite aktuell wohl in Erwägung zieht. Und aus meiner Sicht wäre es dann relevant zu gucken, gibt es dieses klassische ABC-Muster mit der Möglichkeit, hier unten drunter dann den Trigger zu setzen, oder wackelt das halt nochmal mit mehr steigenden Hochs und hat man dann zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit, dann hier den Short zu installieren. Das ist eigentlich das, was man hier im Auge behalten kann. Auf jeden Fall mal auffällig, dass der Markt hier so nach unten geht. Und da sind wir beim anderen Punkt, weil es jetzt beim Nasdaq ist. Der Nasdaq, da hatten wir doch gestern noch drüber gesprochen. Mensch, der hat doch eine Chance nach unten, wenn er sich hier unten durchsetzt. Ja, richtig. Hat er aber nicht gemacht. Also, auch hier sehen wir, die Charttechnik erkennt nicht, das muss jetzt als nächstes passieren, aber sie sagt, wenn dieses oder jenes passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass sich dann daraufhin etwas anschließt. Nasdaq also wieder ein bisschen erstarkt, also insofern eher positiv, dass der Blick, der jetzt hier da drauf ist. Allerdings müssen wir auch hier natürlich immer wieder gucken, was macht ihr aus diesen Rücksetzern. Deshalb meine Einladung, achtet darauf, macht der Chart diese starken Bewegungen und bekommen wir dann etwas, was sehr, sehr korrektiv eben aussieht, im Gegensatz dazu idealerweise dann in die klassischen Rücksetzerniveaus, also wenn wir hier so einen Fünffäller runter haben, 1, 2, 3, 4, 5, ich simuliere das jetzt mal, und dann die Gegenbewegung, das wäre eigentlich ein sehr starkes Zeichen für nochmal abwärts, aber auch hier unbedingt den Trigger abwarten und nicht einfach da reingehen. Wir können mal gucken, ob wir für heute irgendwas im Finanzkalender haben, ob es dann noch welche Daten gibt. Die gibt es nämlich heute, nämlich den ISM Manufacturing um 16 Uhr. Das ist zumindest mal nochmal eine Möglichkeit eines Highlights, leicht besser erwartet. Das ist nicht gesagt, dass das hier unbedingt den Markt zwangsweise massiv dreht, aber es ist zumindest mal realistisch, dass um diese Uhrzeit eine Bewegung neu startet. Das heißt, ich halte es immer für sinnvoll, dann zu diesen Zeiten auch drauf zu gucken. Also fundamentale Informationen bewegen natürlich den Markt. Auch das hört man immer wieder. Na, ist doch lächerlich, dass das der Chart hier die Möglichkeit gibt. Es sind doch die fundamentalen Daten. Richtig, die fundamentalen Daten, die treten etwas los. Aber wie das aufgenommen wird vom Markt, das können wir eben im Chart sehen. Warum sollen wir raten, oh, wenn das so passiert, dann machen die bestimmt das und das. Das wissen wir nicht, aber wir können dann erkennen, was tun sie. Und das, wie gesagt, das lesen wir dann im Chart. Also insofern, der Markt, er kämpft mit der Abwärtsseite, wäre vielleicht eine etwas komische Formulierung, denn eigentlich hätten wir hier eine Überlegung ja auch beim S&P, dass der Markt, wie weit jetzt hier noch nach oben gehen will. Da haben wir mehrmals drüber gesprochen, aber im Moment nutzt er die Angebote nicht, auch hier beim S&P, scharfe Bewegung, mal hier, mal scharfe Bewegung runter, jetzt wieder einigermaßen deutlich nach unten, aber er nutzt es nicht noch so richtig.
Und dementsprechend, solange das nicht der Fall ist, macht es noch keinen Sinn, die Short-Seite wirklich massiv zu nehmen. Vielleicht im kleinen Bild, wenn sich da etwas ergibt, aber solange es scharfe Richtung nach oben und wackelig nach unten ist, ist es eher die Aufwärtsseite. Scharfe Richtung nach oben, ABC nach unten, ist es eher die Aufwärtsrichtung. Ja, das als grobe Idee dazu. Das muss nicht immer so sein. Wenn man hier jetzt mal im Kleinen guckt, dann sieht man scharfe Bewegung nach oben. Das sieht auch eher wackelig aus, zugegeben nicht ganz so ausgeprägt. Also ich mag das lieber, wenn man das deutlicher erkennen kann, dass das eine ABC ist hier. Dann hätte man da ein bisschen mehr Ansatz. Aber auch hier, es wäre ja denkbar, dass man sagt, komm, das hat so auch funktioniert, ich mache das. Ich spiele jetzt hier nicht auf die Trefferquote in diesem ganz konkreten Fall. Ich weiß aber, dass die Chance-Risikorelation ja zumindest mal gut genug sein sollte. Selbst beim Mindestziel, wenn ich mir überlege, hier ist mein Stop vielleicht, dann klar, der ist in dem Fall verloren, wenn man hier nicht die Möglichkeit hatte nachzuziehen. Nee, das sieht nicht so aus, zumindest nicht nach den Mechanismen, wie wir das machen. Dann wäre man dann quasi hier ausgestoppt worden, entweder hier oder spätestens dann hier. Aber wir sehen schon, die Chance-Risikorelation trägt auch solche Trading-Ideen dann immer wieder, weil selbst wenn jede zweite nur gut geht oder jede zweieinhalbte nur gut geht, dann wird man damit immer noch positiv rauskommen wegen des guten Chance-Risiko-Verhältnisses. Das ist eigentlich das Motto des heutigen Tages, die Chance hier einfach zu nutzen, wann immer der Markt dieses Verhalten eben zeigt und dann zu sagen, hey, komm, dann mach mal. Und wenn er dann die andere Richtung spielt, das heißt tatsächlich diese Seite irgendwann mal richtig Dynamik bekommt und diese Seite dann hier in die Wackelkiste kommt, na, dann machen wir das Spiel halt genau umgekehrt. Das spricht doch eigentlich gar nichts dagegen. Also, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute. Toi, toi, toi bei eurer Trading-Umsetzung, was auch immer ihr für gute Situationen im Markt findet. Guckt euch den Trade des Tages an, da werden wir wie immer eine vorstellen. Gestern hatten wir den Nasdaq, die ist gar nicht getriggert worden. Das ist halt manchmal so. Dafür der JP Morgan Trade, den wir vorher hatten, der ist getriggert worden und gestern dann auch ins Ziel gelaufen. Also insofern, das ist nicht immer so, dass jede Position auch getriggert wird, aber wenn hinreichend viele loslaufen und dann sogar ins Ziel kommen, ist es doch eine schöne Sache. Deshalb einfach anmelden. Es ist ja eh kostenfrei. In diesem Sinne, euch alles Gute und ganz liebe Grüße.